So, weiter geht's. Und ihr seid fleißig am weiß nicht, ob du das für das einsetzen wolltest. Scheinbar. Scheinbar. Zum Schloss des Goomba. Ne, wirklich witzig. Oh. Machen wir nochmal ein bisschen schön. Hui. Goomba-König, hilf uns! Mario hat uns verdroschen. Hey, sieh doch, Mario. Siehst du das Gebäude? Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führt. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Noch wach ist, okay. Hui, das sieht lustig aus. Mario, es ist also wahr. Du hast es bis hierher geschafft. Dafür verdienst du Respekt. Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter. Weil ich, der große und mächtige Goomba-König, dafür Sorge tragen werde, dass dein Abenteuer hier und ein jähes Ende findet. Hast du gehört, Mario? Nicht einen Schritt weiter. Hast du Angst, kleiner Mann? Buch. Wow, buah. Ja, jetzt hast du Angst. Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen? Wow, dieser Goomba-König ist wirklich riesig. Aber ich bin mir sicher, er ist kein Gegner für dich, Mario. Schnappen wir uns. Bist du bereit für meinen Zorn? Das solltest du besser. Shit, ich hätte auf die HP auf Dingseln sollen. Mach ihn fertig, Goomba-König. Wir sind bei dir. Überlass ihn mir. Hey Mario, ich glaube, wir sollten uns zuerst um den Goomba-Brüder kümmern. Sie müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Hey Smarty, hallo. Und zum Glück nur eins. Warte mal. Ja. Machen wir mal so. Und hoffen, dass der mit dem Kopfnuss tot ist. Yes. Dein Lieblingsspiel ist so gut. Oh oh. Oh oh oh. What the fuck? Einmal mit dem Hammer auf die Rübe.
Ober ihm ist auch noch so ein Dings. Fällt das auf seinen Kopf? Ah, okay, oder ich habe einfach gewonnen. Level up auch noch. Nice. Oh, was? Deine maximale Kraftpunktanzahl wird um 5 erhöht. BP um 5 erhöhen. Oder deine maximale OP-Anzahl wird um 3 erhöht. Was ist OP? Kraftpunkte. Das ist das Magie-Ding, das Blumending. Na, was ist das? Ah, Ordenpunkte. Okay, dann machen wir Kraftpunkte. Was? Wie konnte das passieren? Ja, yeah, ich wusste, wir würden es schaffen. Cool, gewonnen! Roter Gumba, du hast den Schalter doch gut versteckt, oder? Natürlich, Gumba-König, ich habe ihn vor der Festung im Gras versteckt. Vor der... Du Depp, du hast ihn nicht hier drin versteckt, Mario wird ihn ganz sicher finden. Oh, glaubst du oder weißt du, das könntest du recht haben. Gumba-König, vielleicht sollten wir versuchen, Mario auszutricksen, bevor er versucht. Haha. Mario, gut gekämpft und so, aber ich muss dich warnen. Wenn du irgendeinen Schalter findest, sollst du ihn definitiv nicht betätigen. Es ist gefährlich, verstanden? Du hast was? Du hast ihn schon gedrückt? Oh nein! Okay, witzig. Sieh doch, die Brücke. Jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen. Wie praktisch. Ah, es gibt Büsche, wo auch nichts drin ist. Ja. Mächtiger König Bowser, ich habe nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Toad Town. Was unglaublich, was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternenstabs benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König zu werden. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen, was für ein Schwächling. Kemi Koopa, du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, eure Finsterkeit, versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch, ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen, denn solange ihr den Sternenstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könnt Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, sehr gut. Übrigens, Kemi Koopa, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass er die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben können, oder? Bitte sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten.
Und natürlich wird auch jede von handverlesenen Individuen bewacht. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten. Welchem Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen, können ihn die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, dürft euch nicht sorgen. Ja! Hier kommen die Koopa-Brüder! Haha, oh yeah, wer sind die Coolsten der Coolen? Psst, Kami Koopa, bist du dir sicher, dass diese Kerle die richtigen für den Job sind? Der Koopa-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Aber König Bowser! Ja, der Koopa-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wie er, denn wir verfügen über ein absolut perfektes Teamwork. Gemeinsam können wir Mario in Sekundenschnelle in ein wimmendes Baby verwandeln. Exzellent, das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder! Zeigt unserem König den Spezialangriff, den ich so gut beherrscht. Jawohl, Madame! Seid ihr alle bereit? Oh! Das ist... Oh! Wie gefällt euch das? König Bowser, wie war das? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn ihr ihn mit diesen Technik angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eure Festung eingeschlossen habe, wer bewacht ihn eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind ja jetzt hier und deshalb, Idioten, benutzt euren Verstand sofort zurück zur Festung und bewacht diesen Stern. Und wir sind chillig hier am Hinlaufen. Du hast Schäfchen... Was? Versetzt alle Gegner in tiefen Schlaf. Okay. Schläfchen oder Schäfchen? Hammerwurf Orden erhalten. Triff einen beliebigen Gegner mit dem Hammer. Habe ich das nicht mal eingesteckt gehabt? Zum Aufladen? Jetzt ist die Batterie schon fast leer. Warte mal. Geht schon jetzt auf, oder? Nur ganz kurz Test schauen. Ja. Blitz heißt aufladen. Gut. Und da kann ich jetzt diesen Orden theoretisch anwählen, oder? Powersprung. Olympischen Hammerwurf, der dich 2 BP kostet. Vorsicht geworden ist. Ah, ich kann 2 Orden auswählen. Okay. Toad Town! Mario, ich bin froh, dass du okay bist. Die Stadt ist in Aufruhr. Die Prinzessin wurde entführt. Der Palast mit ihr. Es herrscht Chaos. Ich habe keine Ahnung, was wir unternehmen sollen. Bitte, Mario, rettet ihre Hoheit. Oh, sei gegrüßt. Du bist doch Mario, oder? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin der weiße Rusty. Erfreut dich kennenzulernen. Wie du sicher siehst, bin ich völlig vernarrt in Bücher. Ich lese so oft ich nur kann. Eben weil ich so belesen bin, weiß ich über viele Dinge interessant
viele interessante Dinge Bescheid. Es würde mich freuen, mein Wissen mit dir zu teilen zu dürfen. Der Pausler ist verschwunden und Prinzessin Peach wurde entführt. Was für ein schwarzer Tag. Hast du den Film schon gesehen, Smarty? Mario? Jeder in der Stadt ist von Trauer erfüllt und dennoch sorgt sich mein Herz nur um dich, mein Schatz. Ich bin deswegen eigensüchtig. Hallo, Rai. Ja. Bin wieder da. Oh, die Power-Ups. Lassen wir jetzt mal. Und hast du was gegessen, Rai? Was ist da hinten? Unser Meister zieht durch die Lande, um seinen Geist zu reinigen und seinen Körper zu stehlen. Unser Meister war schon vorher ein starker Mann. Wenn er zurückkommt, wird er noch viel stärker sein. Wir werden genau hier warten, bis unser Meister wieder da ist. Warten ist ein Teil des Trainings. Im Stockwerk über uns befindet sich ein Dojo. Wir sind hier immer. Wir sind Trainierer im Dojo. Es sei denn, der Meister ist nicht da. Dann bleibt das Dojo geschlossen. Gerade ist ein Brief angekommen, in dem steht, dass der Meister bald wieder zurückkommen wird. Dann können wir endlich wieder trainieren. Kann ich nicht drüber hüpfen? Ah, nee. Scheinbar nicht. Ein Sandwich. Lecker, lecker. Town Newsflash. Prinzessin Peach entführt. Palast entwurzelt. Vor einigen Tagen wurde der Pilzpalast gestohlen. Die Prinzessin befand sich im Gebäude und wurde vermutlich entführt. Im momentanen Aufenthalt ist nicht bekannt. Wo sich früher der Palast befand, klafft nur ein bodenloser Schlund. Zeugen sagen aus, der Palast habe sich in den Himmel erhoben. Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir weiter über diesen Fall berichten. Merlon ist nicht hier. Hey, was geht? Schön, dich zu sehen. Bluff ist mein Name. Ich richte meinen kleinen Laden in Toad Town ein. Aber ich bin noch bei den Vorbereitungen. Ich will dich nach der Eröffnung auf jeden Fall wieder hier sehen, ja? Hey, sieh da, sie sind doch ein Kunde. Papa hat vor, den Laden bald zu eröffnen, aber ein bisschen Geduld werden sie noch haben müssen. Hier wird irgendwie alles ein bisschen aufgebaut. Postamt. Oh mein Gott. Das ganze Bauhaus war am Straßenrand gestapelt, aber ist beim Erdbeben alles umgestürzt. Unglücklicherweise kann man deshalb momentan den südlichen Teil der Stadt nicht erreichen. Keine Sorge, wir werden das Haus so schnell wie möglich beseitigen. Ich weiß, es ist sehr unbequem, aber bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wenn wir wieder alles in Ordnung bringen, dann gehen wir halt. Gehen wir zum Stern. Oh. Ich kann nicht glauben, dass der Pilzpalast vor kurzem noch hier war. Wow. Ich war im Palast, als das Gerüttel plötzlich losging. Aber meine Bitch. Schnellen Beinchen haben mich gerettet. Ich weiß, dass auch Luigi und noch ein paar andere rechtzeitig entkommen sind. Aber alle anderen wurden entführt.
Was ist das? Sternschnuppengipfel. Kann man die fangen, oder? Ja. Du hast noch etwas Schabermeister mehr lieblich vorbei. Ah, Sian. Herzchen, oder was? Sian, hallo Mario. Es ist ein wenig zu eng hier, um die Zukunft zu blicken. Möchtest du meine Dienste in Anspruch nehmen? Sprich bitte von der anderen Seite des Tisches aus mit mir. Lea. Ah, sieh mal an, Herzchen. Ich habe deinen Besuch vorausgesehen, Mario. Mein Name ist Meerlieblich. Ich bin eine wunderschöne Wahrsagerin. Meine noble Bestimmung ist es, die Zukunft zu sehen und absolut atemberaubend auszusehen. Ich kann dir helfen zu finden, was du suchst. Ich kann Dinge sehen, die im Verborgenen liegen. Ach ja, Herzchen. Sag mir, soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Sternensplitter, Orden, Superblock. Orden. Ein Orden, also auch ja. Herzchen, okay, Herzchen. Voller Grazie und konkurrenzloser Schönheit werde ich nun deine Zukunft lesen. Oh, Morgenstern, so weit, so fern. Silbernes Schein, wo mag es sein? Aha. Oh ja. Sternchen, Herzchen. Hohe Sterne, erfülle meine Augen mit dem Licht dessen, was ich suche. Ist es ein Herzchen, Chat? Keine Ahnung. Ich sehe ein Sound FXB-Orden. Auf halbem Weg am Wanderpfad siehst du drei Zuckerzipfel. Du folgst dem Pfad zu den drei Ziegelblöckchen nahe dem Zaun. Okay. Du schlägst den linken, dann den rechten und zuletzt den mittleren. Danach erscheint ein roter Fragezeichenblock. Du schlägst auch diesen Block und der erste für den Orden. Oh, verdammt, ich hätte mir das fast aufschreiben müssen. Oh Baby. Oh Baby, Baby. Ich bin der berühmte Merlo vom Sternschnuppengipfel. Ich sammle Sternensplitter. Ich habe die größte Sammlung. Mein Herr, wenn du Sternensplitter besitzt, würdest du sie wohl gegen ein paar coole Orden eintauschen? Wie wär's? Wollen wir? Welche Orden hättest du denn gerne? Soundeffekte, Zelda. Ändern Soundeffekte während Marios Attacke. Erinnert, dass du von einem Ace-Angriff getroffen wirst? Je höher der Ritter Schaden, desto mehr Münzen. Oha! Aber kann ich noch nicht. Ich warte noch. Ah, hast du deine Meinung geändert? Ich verstehe. Ja, ich sammle noch ein paar. Keine Lust mehr auf Fortnite. Jetzt gerade nicht.
Dann später. Aber sicher wieder mal. Das, der Hintergrund klingt wie bei Mario, wie irgendwie ein Spiel. Willkommen Mario, wir haben dich erwartet. Wir sind die sieben hohen Sterne. Unsere Aufgabe ist es, von unseren Heimen im Sternhafen aus die Wünsche reiner Herzen zu erfüllen. Wir müssen dir etwas von höchster Wichtigkeit mitteilen. Bitte hör genau zu. Vor einigen Tagen sind Bowser und seine Kohorten in den Sternhafen eingefallen. Kohorten. Sie stahlen unser wertvollsten Besitz, die Sternstab, den wir schon seit Anbeginn der Zeit behüten. Der Sternstab verfügt über die Macht, eine Macht weit jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Er kann jeden Wunsch erfüllen. Solange wir uns zurückerinnern können, hat der Bowser nur Wünsche wie: Ich will Mario verkloppen oder ich will, dass sich Prinzessin Peach in mich verliebt. Ich will auch Wünsche erfüllt kriegen. Wie komme ich zu diesen Sternen? Ja, musst du das Spiel spielen, dann kriegst du am Schluss einen wundervollen Stab. Natürlich werden solche Wünsche von unseren Sternen ignoriert. Daher gingen seine Wünsche auch nie in Erfüllung. Bowser, dieser Dämon. Als er herausfand, dass wir seine Wünsche ignorierten, stahl er den Sternenstab, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Er scheint jetzt zufrieden zu sein, weil er dich besiegt und die Prinzessin entführt hat. Doch schon bald, so fürchte ich, wird er sich noch mehr wünschen. Dann werden schlimme Zeiten anbrechen. Es ist die Pflicht der sieben hohen Sterne, über den Sternenstab zu wachen. Wir müssen ihm Bowsers Klauen entreißen und ihn wieder an einen sicheren Ort bringen. Und um das zu tun, Mario, brauchen wir deine Hilfe. Doch leider bist du jetzt nicht stark genug, um gegen Bowser antreten zu können. Seine Macht ist durch den Missbrauch des Sternstabs ins Unermessliche gestiegen. Ich gehe direkt zu Bowser und hole mir den Stab. Da musst du aber aufpassen, er ist mega stark. Sobald wir sieben wieder im Sternhafen vereint sind, können wir dir die Kraft geben, gegen Bowser neu gewonnene Macht zu bestehen. Mit unserer Hilfe wirst du es schaffen. Mario, wir sind... So sei es. Unser letztes bisschen Kraft ist nun fast aufgebraucht. Obwohl es scheint, als wären wir jetzt hier bei dir, ist es nur noch, dennoch nur eine Illusion. Wir müssen all unsere Macht einsetzen, um über eine große Entfernung mit dir in Verbindung zu treten. Doch langsam schwindet unsere Kraft. Bowsers Gefolgsleute halten unseren geheimen Ort über Gesamtkönigreich fest. Bitte Mario, du musst uns retten! Um Bowser den Sternenstab zu entreißen und Prinzessin Peach zu retten, brauchen wir deine Hilfe. Bitte Mario, bist unsere letzte Hoffnung. Wir werden... Mario, sieht so aus, als sei die Lage ernster, als ich dachte. Ob es der Prinzessin wohl gut geht? Ich mache mir solche Sorgen um sie. Hast du den Film schon gesehen, Rahi? Ich glaube nicht, oder? Mario. Schniff. Mario wurde sicher verletzt. Alle anderen sind im Gefängnis. Wenn es so weitergeht, wird das Königreich zerstört. Es muss etwas geschehen. Wenn mir nur jemand helfen könnte. Wahaha, meine lieben Prinzessin Peach, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Diesmal ist es zwecklos, auf Mario zu warten, mein Täubchen. Wir sind so hoch über den Wolken, nicht mal Mario hat eine Chance, so hoch oben zu erreichen. Ihr wisst, Prinzessin, solange ich diesen Sternenstab habe, kann niemand im Gesamtkönigreich gegen mich bestehen. Ihr kennt die Macht, die alle Wünsche füllt, sie ist nun mein.
Das ist das nicht einfach wunderbar? Stellt euch nun vor, welche Zustände jetzt in eurem Reich herrschen. Eure Untertanen sind völlig am Ende, weil ihre Wünsche nicht mehr erfüllt werden. Oh, wie überaus reizend. So wie sie uns Koopas seit Jahren behandeln, haben sie das auch verdient. Wenn ihr die irgendeinen Wunsch habt, Prinzessin, dann müsst ihr mich nur bitten. Ich kann nämlich Wünsche erfüllen. Natürlich werde ich nur jene Wünsche berücksichtigen, die auch mir auch gefallen. Denkt darüber nach. Gehabt euch nun wohl, Prinzessin. Genießt euren Aufenthalt hier. Und schön brav bleiben, Prinzessin. Versucht keinen Ärger. Oh, bitte, wenn mir nur jemand helfen würde. Huch? Hallo, Prinzessin Peaches. Erfreut dich kennenzulernen. Mein Name ist Twink. Aber du bist doch ein Sternenkind. Wie bist du hierher gekommen? Ich komme von Sternhafen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist es, alle guten Wünsche zu erfüllen. Nee, das hat sie nicht erfüllt. Sie muss immer gerettet werden. Oh, du bist gekommen, weil ich mir gewünscht habe, dass mir jemand hilft? Ja, natürlich. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist. So lautet mein Wunsch. Geh und hole einen Sternenstab von Bowser. Kannst du das tun? Verzeihung, das ist ein bisschen viel für einen Neuling wie mich. Vielleicht könnte einer deiner ehrenvollen hohen Sterne aus dem Sternenhafen diesen Wunsch erfüllen? Es tut mir so leid. Bitte wünsch dir etwas Einfacheres, das auch ein kleiner Stern wie ich vollbringen kann. Dann kannst du mich von hier wegbringen? Jeder von meinem Palast wird gefangen genommen und ich muss sie so schnell wie möglich retten. Oh, es tut mir leid. Ich fürchte, auch diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ich wurde erst vor einem Tag in den Sternenhafen gerufen, daher kann ich noch keine großen Wünsche erfüllen. Wenn ich nur ein strahlender Stern wäre, könnte ich dir sicherlich helfen. Ist schon gut. Sei nicht traurig, Twink. Mario wird ganz sicher etwas unternehmen, um uns alle zu retten. Ja, der ist genau als Haustier nützlich im Moment. Er ist vielleicht schon auf dem Weg. Ich setze meinen Hausstern. Oh, Twink, glaubst du, du könntest Mario finden? Ich möchte, dass du ihm das hier gibst. Super, er ist jetzt einfach Bote geworden. Mehr nicht. Das ist doch ein Glücksstern. Okay, ich werde es tun. Ich werde so rasch wie möglich ins Königreich hinabfliegen. Super, jetzt hast du es noch gegessen. Oh, warte, Twink. Warte eine Sekunde. Kannst du auch Mario sagen, dass es mir gut geht und er sich keine Sorgen machen soll? Ja? Kannst du das mit ihm teilen? Mitteilen? Natürlich. Ich werde ihm deine Worte übermitteln, Prinzessin Peach. Bezweifle nicht. Ich werde bald wieder hier sein. Also pass gut auf dich auf. Wo bist du? Ja, es ist süß gemacht. Oh, es tut mir so leid, ich bin wirklich in Eile. Oh, bist du? Bist du doch Mario? Dein Sternen sei Dank, ich habe dich gefunden. Wie geht es dir? Mein Name ist Twink. Prinzessin Peach bat mich, dir etwas zu bringen. Ah, ja, da ist es ja. Hier, bitte sehr, nimm es. Glücksstern ausgezeichnet, Anhänger, der den Einsatz der Action-Kommandos erlaubt. Okay. Das ist der Glücksstern von Prinzessin Peach. Jetzt, da er dir gehört, kannst du das Action-Kommando einsetzen. Erlaube mir, dir zu erklären, wie du dieses Kommando anwenden kannst.
Okay, lass mich erklären. Mal sehen. Du da. Ja, du hinter Mario. Darf ich dich bitten, bei der kleinen Demonstration behilflich zu sein? Ich? Man nennt mich Gumbario. Natürlich helfe ich dir. Gut, Mario und Gumbario, lasst uns beginnen. Zuerst Mario. Wähle das Sprungkommando und wähle den Gegner aus, den du angreifen möchtest. Hast du eine Wahl getroffen, erscheint die Erklärung des Action-Kommandos. Jetzt, kurz bevor der Gegner triffst. Drücke A. Wenn das Wort gut erscheint, hast du das Action-Kommando erfolgreich verwendet. Ist dir dies gelungen, erhöht sich diese Effektivität deines Angriffs. Okay, jetzt solltest du Gumbario versuchen, Mario anzugreifen. Okay, jetzt geht's los, Mario. Jetzt! Drück ab, Kubus fordert dich, der Gegner trifft. Ja, du hast das Action-Kommando erfolgreich angewendet. Hiermit verringerst du den Schaden, den du einstecken musst. Oft musst du verschiedene Techniken einsetzen, um die Action-Kommando zu verwenden. Dies hängt von der jeweiligen Attacke ab. Versuch noch einmal mit dem Hammer anzugreifen. Hast dein Ziel auserkoren, drücke den Joystick nach links. Okay, drücke jetzt den Joystick. Aha. Sehr gut, du hast das Action-Kommando erfolgreich angewendet. Nun Mario, hast du die Handhabung des Action-Kommandos verstanden? Lass uns noch ein wenig üben, um sicherzustellen, dass du diese Technik perfekt beherrschst. Okay. Fast, das war ein wenig zu spät. Fast, das war ein wenig zu früh. Ernst? Aua! Hä? Drück doch genau richtig! Are you kidding me? Ja, es ist halt immer so. Bam! Kann ich noch früher? Später. Sind eben die Männer immer zu früh oder zu spät. Also den Hammer habe ich im Griff. Aha. Der muss mich eigentlich fast treffen. Okay. Okay. Sobald du es gelernt hast. Jetzt habe ich es raus, jetzt bin ich Mega Meister. Sobald du gelernt hast, das Action-Kommando richtig einzusetzen, wirst du noch stärker werden. Nee, ich bin super. Unglaublich, jetzt wirst du im Kampf noch stärker sein. Da bist du. Hä? Aber das ist jetzt Kamek, oder? Das ist nicht Capicuma.